Willkommen zurück. Wir sind heute unterwegs nach Rosenheim und machen mal ja, so etwas, was ich jetzt mal Day in the Life nennen würde. Denn du sollst mal einen Einblick bekommen, wie eigentlich so ein typischer Tag bei mir aussieht, ja, wie mein Alltag so ein bisschen aussieht als Betreiber von über 80 Service Departments. Und damit willkommen zurück hier bei B&B Pro Hosting, dem YouTube-Kanal und Podcast, wo es rund um die Kurzzeitvermietung von Ferienwohnungen, Service Departments, Airbnbs und Co. eine ganze Menge zu erfahren gibt. Ich bin Hendrik Kuhlmann, betreibe eben über 80 Service Departments, Ferienwohnungen, Airbnbs, wie auch immer du das Ganze nennen möchtest. Und ja, wir fahren heute nach Rosenheim. Da betreiben wir 19 Apartments in einem Gebäude. Das haben wir übernommen in 2022. Ungefähr ein Jahr her ist das. Und ja, schauen einfach mal nach, wie vor Ort eigentlich alles aussieht, welche Optimierungen wir als nächstes angeben. Da gibt es ein paar Pläne. Und ich selber war jetzt ungefähr ein halbes Jahr nicht dort. Das letzte Mal war ich im Dezember 2022 in Rosenheim. Jetzt habe ich den Fabi eingepackt, der das Ganze hier filmt. Außerdem ist Patrick dabei, der sitzt hinten. Festangestellter Mitarbeiter bei uns bei Bright im Apartmentbereich. Jetzt fahren wir erstmal gute anderthalb Stunden, bis wir in Rosenheim sind. Und ja, bis dahin genießen wir jetzt erstmal diesen wunderbar sonnigen Tag. Soll heute an die 30 Grad geben. Bin sehr froh. Auto ist klimatisiert. Unser Standort ist klimatisiert. Das wird nicht so heiß. Und ja, das ist so ein bisschen der Plan für den Tag. So, da sind wir auch schon angekommen hier in Rosenheim, gerade bei uns im Parkplatzbereich. War lange nicht hier, was ich jetzt mal festgestellt habe, dass hier tatsächlich gerade angepflanzt wird, rund um das Gebäude. Hatte ich bisher auch noch nicht gesehen, deswegen sehr schönes Flatterband. Und dann kommen einem auch immer mal so ein paar Punkte hoch, die man noch machen wollte, weil das eigentlich komplett unsere Parkplätze hier sind. Aber hier fehlt noch die ganze Beschilderung dazu. Ja, und dann gehen wir mal rein. Ich habe mir gerade schon mal einen Schlüssel geholt. Wir haben hier momentan noch unseren Schlüsseltresor. Das war damals so ein bisschen eine Fehlplanung, könnte man fast sagen, der Gebäudeeigentümer. Wir sind ja erst relativ spät zu dem Projekt gekommen. Und wir haben hier zwar überall solche schönen Chips, aber die Anlage, die hier verbaut wurde, ist leider nicht online-fähig. Deswegen haben wir momentan hier so einen elektronischen Schlüsseltresor mit einem Display von uns, wo dann tatsächlich Gäste sich auch die Chips entsprechend für die Apartments holen können, so dann auch ins Gebäude reinkommen. Für den Moment funktioniert das eigentlich sehr, sehr gut. Muss man mal gucken, ob man die Anlage irgendwann mal komplett online-fähig entsprechend wieder herrichtet. Wir haben uns mal ein Angebot eingeholt. Ist etwas über 30.000 Euro, das komplett umbauen zu lassen, was schon ein Investment ist. Das kann mal Sinn machen, weil wir ja hier doch, ich glaube, mittlerweile noch mindestens 9 Jahre auf dem Mietvertrag haben. Also sind wir nach wie vor noch am Überlegen und am Verhandeln auch mit den Eigentümern. Für den Moment funktioniert das hier aber eigentlich auch ganz gut. Und dann schauen wir gleich erstmal bei uns in die ursprünglich geplante Rezeptionsfläche, was momentan bei uns quasi noch ungenutzt ist. Das heißt, das hier ist unsere Fläche. Da werden wir gleich mal drauf schauen, was man hier machen kann. Soll noch mal so ein quasi Community-Bereich werden. Und hier hinten ist unser Lagerbereich. Wir haben momentan Gäste da aus Fernost, die sehr, sehr viel, oder aus dem Mittleren Osten, die sehr, sehr viel einkaufen. Und deswegen haben wir hier gerade so einen Aldi-Einkaufswagen. Aldi ungefähr einen Kilometer von hier weg. Also der hat schon eine gute Strecke gemacht. Hier ist im Prinzip ja, unser kleines Wäschelager. Eigentlich alles in Ordnung. Schmutzwäsche haben wir hier in den Containern. Hier ist unsere Frischwäsche drin. Das sind unsere Mischbatterien für unsere Reinigungsmittel, die hier abgefüllt werden. Das ist hier hinten unser quasi Backoffice-Bereich. Wie gesagt, wir nutzen hier hauptsächlich das Lager oder wenn man jetzt irgendwie mal einen ganzen Tag da ist, dann hat man hier einen Schreibtisch, an dem man sich zusammensetzen kann. Ja, dann schauen wir gleich mal hoch. Also wir sind jetzt ungefähr so ein bisschen zur Orientierung oberhalb der Parkplätze, wo wir vorhin waren. Ja, hier können wir leider nicht wirklich was machen in der Fläche. Das haben wir auch schon mal geklärt. Weil das hier alles Fluchtweg ist und entsprechend dürfen wir hier keine Brandlasten aufstellen. Aber wir haben hier einen Raucherbereich, war ich auch lange nicht. Sieht aber auch noch alles sehr gut aus, abseits davon, dass man die Tür zumachen sollte. Genau, hier sind unsere Lager. Wir haben quasi ja auf jeder Etage ein ja, solches Lager, Housekeeping-Wagen. Was ich mir hier einfach angucken möchte, ist, ob hier irgendwelcher unnötiger Kram ist, ob das
ich sag mal, halbwegs vernünftig ist, ja, ob es aufgeräumt ist. Sieht eigentlich soweit ganz gut aus. Wir haben hier noch zwei Waschbecken, die hier noch übrig geblieben sind. Die müsste man mal irgendwann mit zurück zu uns ins Büro nehmen. Aber wir werden sowieso noch mal mit dem Transporter hier das ein oder andere, was übrig geblieben ist, einfach bei der Einrichtung ja, einsammeln, mitnehmen. Ansonsten sieht das eigentlich soweit recht ordentlich aus. Also hier ist nirgends jetzt irgendwie unnötiger Kram bzw. Sachen, die hier nicht mehr hingehören. Ansonsten gut aufgefüllt, wobei wir komplett immer remote auffüllen. Das heißt, wir kriegen immer eine Information darüber, hey, das und das ist langsam leer, das müsste man mal nachbestellen. Und dann wird das hier entsprechend auch angeliefert von unseren Lieferanten. Ja, und jetzt sind wir im Prinzip hier in einem Studio mit Balkon, so heißt das. Wir haben drei Stück, die ziemlich identisch sind, so von dem Typ. Und werden mal hier schauen, was eigentlich zu machen ist, ob hier alles in Ordnung ist, Reinigungszustand passt, ob die Qualität entsprechend passt. Wie gesagt, ich war selber hier seit einem halben Jahr nicht mehr. Und dementsprechend ja, wollen wir uns einfach mal einen Überblick davon verschaffen. Bitte gut gearbeitet, passt hier alles, werden Sachen übersehen und gibt es irgendwelche Verbesserungspotenziale, die wir machen oder durchführen müssen. Gerade ein, als wir ganz ursprünglich hier aufgemacht hatten und ich die ersten Rundgänge gemacht hatte, haben wir ja darüber gesprochen, dass diese Trennwände hier bzw. die Tür von der Dusche hier gegen diesen Handtuchhalter stößt und war so eine Frage, wie lange das gut geht. Ein Jahr ist bis jetzt schon gut gegangen. Bisher ist nichts passiert, ich muss eigentlich gleich irgendwo hinklopfen. Aber ja, bisher eine unbegründete Sorge, hat alles geklappt bisher. Was mir in dem Zusammenhang auch wieder aufgefallen ist, eigentlich eine Sache, die wir schon letztes Jahr festgestellt haben, nämlich hier ist die Rollosteuerung und die ist man, oder hat man hier auch nicht unbedingt an den cleversten Punkt installiert, sondern hier direkt am Bett. Ja, man sucht hier also ein bisschen länger, bis man das tatsächlich findet. Und von der Steuerung her, das hier ist tatsächlich richtig, Pfeil nach oben, wenn ich da entsprechend drauf gehe, dann fahren hier direkt neben dem Bett die Außenrollos entsprechend auch hoch. Aber hier bei dem ist es zum Beispiel so, wenn ich den nach oben drücke und man mal schaut, was das Rollo dazu macht, das ist nämlich das mittlere, dann fährt das runter. Das muss man auch nochmal entsprechend anpassen lassen. Ja, das sind so Kleinigkeiten, die dann vielleicht irgendwann mal runterfallen, weil man dann doch nicht mehr dran denkt, das irgendwo zu notieren. Und auch dafür ist es wichtig, immer mal wieder vorbeizuschauen, auch auf die Bewertungen zu gucken, mit den Gästen zu sprechen bzw. dazu zu hören, um eben solche Sachen dann auch zu beheben und eben bei solchen Terminen, wie wir sie jetzt machen, wo wir einfach mal alles überprüfen, was wir überprüfen können, wirklich herzugehen und zu sagen, okay, das wollen wir jetzt angehen. Genauso wie die Rezeptionsfläche, die wir vorhin unten gesehen haben, weil auch diese Rezeptionsfläche im Prinzip ja, die liegt momentan noch brach, dass wir jetzt das auch mal über den Sommer angehen und hier jetzt wirklich hergehen und da quasi diesen Gemeinschaftsbereich auf den Weg bringen. Ja, Sofas, Getränkeautomat, Arbeitsplätze, Wandbilder. Genauso wie es hier zum Beispiel auf den Fluren noch Wandbilder braucht, die sind momentan in der Gestaltung. Das machen wir jetzt komplett einheitlich bei uns an allen Standorten, wo wir quasi hier für andere Standorte von uns wiederum werben. Ja, also wo hier zum Beispiel dann ein schönes Wandbild von Koblenz hängt und eben darauf aufmerksam macht, hey, wir als Firma, wir als Bright Apartment Betrieb sind beispielsweise auch in Koblenz entsprechend da. Ja, hier im dritten Stock sind wir jetzt soweit durch alle Apartments durch, die wir haben besichtigen können, die frei sind. Gucken mal nach, ob hier alles passt. Wir haben hier in jedem Flur 6 solche kleinen Studios, die sind alle gleich. Entschuldigung, 4 haben wir,
Die beiden Apartments am Ende sind tatsächlich wieder größere Apartments. In Summe haben wir hier 8 solche Studios, so ist es richtig. Also 4 quasi pro Flur, und die Eck-Apartments sind dann entsprechend die größeren. Gehen wir mal hier rein, in die 206. Hier war ich vorhin schon mal drin. Und da ist auch zum Beispiel uns aufgefallen, dass die Klimaanlage beispielsweise gar nicht eingeschaltet war. Das ist hier so ein Bedienteil eben für die Klimaanlage. Und wird manchmal übersehen, wenn jetzt ein Gast das ausmacht, obwohl das für unsere Reinigungskräfte auch auf der Checkliste steht, das zu überprüfen, wird es immer mal wieder übersehen. Wenn das Apartment dann vielleicht einmal mal ein paar Tage leer steht, dann heizt das auch ganz gut auf. Kann zum Beispiel sein, die Reinigungskraft kommt an einem Tag, wo es irgendwie draußen nur 16, 17, 18, 20 Grad hat. Da ist es sehr angenehm hier. Heute hat es 32 Grad und entsprechend sind das eben auch kleine Details, wo wir unsere Reinigungskräfte jetzt zum Beispiel nachschulen müssen. Weil wenn du als Gast hier bei uns eincheckst, Klimaanlage erwartest, du machst die Tür auf und hier drin hat es wie die Außentemperatur 32 Grad, ist das nicht so angenehm, aber ist jetzt schon deutlich besser runtergekühlt. Wir haben vorhin schon mal einen kleinen Rundgang mit unserer Reinigungskraft gemacht, die hier heute auch im Haus ist, und sind da schon mal ein bisschen durchgegangen, haben eben solche Sachen auch schon mal besprochen in den Apartments, die wir uns jetzt schon angeschaut haben. Also auch, dass hier zum Beispiel die Lampenschirme richtig ausgerichtet sind, dass es hier oben keinen Staub gibt, solche Sachen. Ein paar Kleinigkeiten im Bad, alles nichts Wildes. Dann auch hier, dass die Fenster zum Beispiel immer adäquat geschlossen sind. Das sind auch so kleine Details, dass die halt nicht so stehen, weil da könntest du das Fenster gegebenenfalls aufdrücken. Ja, solche Feinheiten, was mich tatsächlich sehr freut, dass immer noch nach einem Jahr unsere Reiseführer hier tatsächlich vor Ort sind. Sieht ein bisschen mitgenommen aus, aber noch absolut okay. Normalerweise verschwinden die immer ziemlich zügig innerhalb der ersten Tage und sind zum Beispiel für Fotos super. Aber hier sind tatsächlich noch sehr, sehr viele da, was sehr erfreulich ist. Ja, ansonsten sieht auch das ordentlich aus. Nach so einer Weile guckt man zum Beispiel auch drauf. Gerade so bei weißen Wänden gibt es da Kofferspuren, beziehungsweise arbeitet man dran. Da sind unsere Reinigungskräfte eigentlich stetig hinterher, wirklich solche Kofferspuren zu entfernen. Und wir führen auch regelmäßig Grundreinigungen durch, ja, weil es gibt halt manche Sachen, die du jetzt nicht bei einer normalen Wechselreinigung machst, wie jetzt zum Beispiel jedes Mal das Fenster komplett sauber machen und so Kleinigkeiten. Und auch das haben wir jetzt nochmal wieder veranlasst, dass hier nochmal eine Grundreinigung stattfindet. Aber insgesamt bin ich hier soweit ja, sehr, sehr zufrieden. Wie gesagt, das ist ein Studio-Apartment, gibt es schnittgleich auf der anderen Seite gespiegelt. Insgesamt haben wir hier 8 Stück davon. Und auch immer faszinierend, der Patrick ist ja heute das erste Mal hier. Patrick war bisher ja noch nie hier, du kennst das nur von Videos. Ganz genau. Genau, wir haben quasi bei uns für unsere Mitarbeiter auch einen eigenen Schulungsbereich. Wenn du bei uns anfängst im Office und in der entsprechenden Rolle bist, wie Patrick jetzt zum Beispiel, der bei uns Operations Manager ist, gibt halt einen eigenen Bereich. Da konntest du dir eigentlich ganz guten Eindruck verschaffen. Genau, mich hat nichts überrascht hier. Gar nichts überrascht? Sieht genauso wie auf den Videos aus. Ja, genau. Also trotz dessen einfach mal mitgenommen, um selber so ein Look and Feel zu kriegen. Patrick koordiniert zum Beispiel bei uns gemeinsam mit Kolleginnen auch die ganzen Reinigungen, die Reinigungskräfte. Da habt ihr euch auch mal persönlich gesehen, was absolut wichtig ist. Ja. Und dann ist es auch so Kleinigkeit, ne? Wenn man hier zum Beispiel zum Fenster rausschaut, auf dieser Seite hier fährt die Bahn. Also direkt hier ist der Bahnsteig zum Beispiel von Rosenheim-Eicherpark, so heißt das hier. Und bei geschlossenem Fenster hört man den Zug überhaupt nicht. Also man hört gar nichts. Der fährt da einfach vorbei, das kriegt man gar nicht mit. Und ab und an gibt es natürlich immer mal Gäste, die sagen, oh, aber da war so viel Lärm wegen der Bahn. Was dann nicht ganz ehrlich ist, ja, die dann irgendwie versuchen, ja, so quasi eine Erstattung rauszukriegen. So, der Zug wäre so laut. Und auch das ist wichtig, dass du jetzt zum Beispiel hier auch mal ein Gefühl kriegst, dass das einfach Quatsch ist, weil man den Zug zum Beispiel gar nicht hört. Richtig. Ja. Genau, also soweit erstmal aus den Apartments. Wir haben jetzt hier noch ein bisschen Kleinkram zu tun. Und ja. So, was wir jetzt noch gemacht haben, ist tatsächlich mal ein bisschen die Dokumentation für das ganze Thema Barrierefreiheit.
Dazu braucht man nicht unbedingt so einen guten Ehrenmann-Zollstock, aber auf jeden Fall irgendeinen Zollstock. Denn bei Airbnb hast du ganz viele Möglichkeiten, beispielsweise barrierefreie Ausstattungsmerkmale hinzuzufügen. Zum Beispiel die Breite von so einer Tür, ja, wenn die breiter ist als 81 cm, was die hier auf jeden Fall ist, dann legt man hier einmal den Zollstock ausgebreitet hin, macht davon ein Foto und dann kann man das im Inserat angeben. Und genauso gibt es halt andere Bereiche, die wir eben so dokumentiert haben. Die Bereiche rund ums Bett, dass das Ganze hier barrierefrei ist. Aber genauso zum Beispiel der barrierefreie Zugang zum Bad. Ja, dass es also hier keine Treppenstufe geht, wenn man ins Badezimmer möchte. Dass wir hier eine barrierefreie Dusche haben, also du auch ohne Stufe in die Dusche reinkommst und genauso eben auf den Fluren, dass auch hier Türen breiter als 81 cm sind, dass man da ohne Stufen quasi vom Parkplatz wirklich hier in die Wohnung kommt. Ein ganz wichtiges Thema, was viele Gastgeber tatsächlich übersehen, obwohl sie diese Merkmale haben und bei Airbnb tatsächlich sehr, sehr stark auch nachgefragt wird. So, jetzt ist 17 Uhr, so gut wie fertig, hatten jetzt noch ein Gespräch mit einem der Eigentümer, haben noch ein bisschen was hier zu unseren neuen Nachbarn erfahren. War dem letztens wohl Eröffnungsfeier hier auch und ja, wir haben jetzt wieder alles zugemacht, haben noch das ein oder andere Foto eben für diesen ganzen Bereich der Barrierefreiheit gemacht, nochmal ein bisschen was besprochen zur Parkplatzsituation, wie das jetzt geregelt wird, dass wir es beim nächsten Mal wirklich auch sauber ausschildern können. Ja, wie gesagt, jetzt bringen wir die Schlüssel zurück, schließen entsprechend alles sauber ab und dann geht es eigentlich schon wieder zurück nach Augsburg. Aber dazu kommen wir gleich noch mal ein bisschen, wenn wir auf dem Rückweg sind. Und da sind wir auch schon auf dem Rückweg. 18 Uhr ist es jetzt. Geht jetzt wieder gute anderthalb Stunden zurück nach Augsburg. Ja, um den Tag kurz Revue passieren zu lassen. Ich war ja wirklich jetzt längere Zeit nicht mehr in Rosenheim. Ein halbes Jahr nicht mehr. Bin ich eigentlich sehr happy. Es sieht sehr, sehr gut aus. Die Apartments waren sehr sauber. Der Zustand, also wirklich gut, auch von der Instandhaltung passt da alles. Wir betreiben es jetzt ungefähr ein Jahr und dafür sieht es eigentlich noch so ziemlich aus wie neu. Haben gute Gespräche noch vor Ort geführt. Overall haben einige Potenziale abgeleitet, also ein paar Sachen, die wir einfach optimieren können. Darum geht es ja letzten Endes irgendwann auch. Okay, was kann man noch weiter optimieren, weiter ausbauen? Und die Kernprozesse funktionieren, das freut mich immer sehr zu sehen. Klar, hier und da haben wir ein bisschen Feedback rausgearbeitet. Ja, und ich hoffe, das war auch für dich spannend, hier mal einen Einblick zu bekommen. Morgen geht es für mich weiter nach Koblenz, da aber ohne Kamera, weil ich übers Wochenende dann wieder in Koblenz bin, auch da natürlich bei uns am Standort übernachte. Und wenn du jetzt sagst, hey, sowas möchte ich mir auch aufbauen, ich kann mir das absolut besser vorstellen als vielleicht den Job, den du heute machst, ich lade dich sehr, sehr gerne ein bei uns zum kostenlosen Erstgespräch, denn wir können dir helfen, in dieses Geschäft mit der Kurzzeitvermietung zu starten, das aber auch zu skalieren auf ein Level, wie wir es betreiben mit solchen Objekten, wie wir sie betreiben. Dazu gehst du auf bnbprohosting.com, kannst dich da anmelden für dein kostenloses Erstgespräch und im Erstgespräch schauen wir dann mal drauf, wo du gerade stehst, wo du hin möchtest und wie wir dich dabei unterstützen können, basierend auf unserer eigenen Erfahrung, aber auch aus der Erfahrung, die wir in der Zusammenarbeit mit über 800 Kunden in diesem Bereich gewonnen haben. An der Stelle herzlichen Dank fürs Reinschauen und Reinhören. Schön, dass du heute dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Cheers. Bye, bye.